Hallo zusammen, heute geht's drum, Kleben mit der Mutter oder Kleben mit Giso, mit der Mutter, da kommen wir drauf. Jetzt kam ich vorher zum Büro raus und habe gedacht, ich muss mal ein Video drehen. Ich zeige euch, wie es bei mir vor dem Büro aussieht. Hier hat einer Giso abgestellt. Giso ist bei uns seit Jahren der bewährte Kleber. Und zwar haben wir diesen Polyflex 444. Sieht man irgendwo? Den gibt es in Schwarz, haben wir nicht. Grau und Weiß haben wir im Lager und wir verarbeiten das vorwiegend bei den Transportkühlern. Aber mit diesem Kleber, der hält wirklich und wir bauen den jetzt seit 25 Jahren, immer der gleiche, der hält richtig. Aber das Kleben ist nicht, es muss geklebt werden, Punkt. Und sonst hält auch der beste Kleber nicht. Und ihr kennt diese Solarpanel, die mache ich beim Wohnmobil oder so irgendwo aufs Dach. Und da gibt es zum Beispiel diese Ecken hier. Diese Ecken findet ihr bei uns im Lagershop. Den macht man dann hier so drunter und schraubt den an. Und ich sage immer, die Schutzecken, die können wir auch wegnehmen, weil das ist nur Kosmetik. Diese Dinger gibt es auch natürlich auch in Weiß. Also wenn ihr ein weißes Dach habt, dann empfehle ich euch weiße, aber schwarze. Wir haben beides hier. Diese müssen verklebt werden. Die andere Alternative hier ist noch ein Verbindungsteil, das kommt dann so hin, wenn ihr dann zwei Panel nebeneinander macht. Beispiel. Und das andere ist zum Beispiel dieses Aluminiumprofil, das haben wir in 2 Meter Stücken am Lager und wir machen das hier so drauf, eben wieder ohne Ecken, hier so drauf. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder niete ich das, da habe ich es gerade fest, ich verschraube es, ich nehme hier eine Gewindeniete und schraube die fest, oder ich mache ein Loch, dahinter eine Setzmutter und schraube dann das so fest. Und dann habe ich hier eine flache Fläche, ich kann auch zwei nebeneinander machen und dann kann ich das Profil aufs Wohnmobildach kleben. Ich kann das ablängen, ich kann es auch machen, dass das Profil nur bis hierher geht. Oder wenn ich eine Überbrückung habe, irgendwo eine Delle, eignet sich so ein Profil besser nach mir als diese speziellen Ecken. Und wir haben auch genau die gleiche Unterlüftung von den Solarzellen. Aber jetzt komme ich zum Kleben und das Kleben mit der Mutter. Und zwar meine ich nicht meine Mutter oder eure Mutter, sondern diese Mutter N4. Das ist jetzt eine Chromstahlmutter und von der brauche ich mehrere Stück. Da nehme ich ein bisschen so Kleber und klebe die hier drauf, punktuell, verteile die. Beim Aluminiumprofil mache ich das gleiche, ich setze die drauf und nachher klebe ich die so rundherum und lege das mit der Mutter unten drauf hin. So habe ich 2 mm Klebstoff dazwischen. Ich will euch keinen Klebstoff verkaufen. Aber das Thema ist, wir haben ja verschiedene Aufbauten von Fahrzeugen. Wir haben GFK, also glasfaserverstärkter Kunststoff. Wir haben Aluminium-Sandwich-Panel. Wir haben teilweise ABS-Kunststoffdächer eingeformt. Und dieses Teil ist auch Kunststoff.
Hier haben wir Aluminium. Und wenn wir Material erwärmen, haben wir einen Ausdehnungskoeffizienten. Und diese Ausdehnungskoeffizienten sind unterschiedlich. Durch das wird das eine Material größer und nicht, es biegt sich durch, auf Deutsch gesagt, wie ein Bimetall. Und wenn ich hier 1 Millimeter Kit dazwischen habe, oder 2 Millimeter, wie die Mutter dick ist, dann habe ich Platz zum Arbeiten. Der Gieser bleibt ewig weich. Das heißt, er kann arbeiten und es reißt mir nicht das Dach auseinander. Beziehungsweise meistens löst es dann diese Teile, wenn da nur ein ganz dünner Film drauf ist und direkt aufs Dach geklebt, also ein Aluminium-Sandwich-Dach und diese Teile drauf, empfiehlt sich nicht. Zum Vorbereiten. Hier habe ich eine raue Oberfläche, das ist kein Problem. Hier habe ich eine glatte Oberfläche. Teilweise vom Ziehen noch so einen Film drauf, eine Oxidschicht drauf. Und das könnt ihr mit so einem Schleifvlies, wenn ihr keins habt, könnt ihr auch so einen Schwamm verwenden und das abschleifen und nachher mit Aceton oder rein Verdünner, also Nitroverdünner reinigen, oder ihr verwendet einen Primer oder ihr macht alles miteinander. Wichtig ist, dass diese Fläche hier und vor allem, wenn ihr eine lackierte Oberfläche habt, die zuerst bricht. Ihr müsst die kurz anrauen, entfetten, beziehungsweise mit Aceton ist da teilweise das Problem mit der Farbe. Vielleicht an einer kleinen Stelle probieren, bevor ihr das ganze Dach die Farbe auslöst. Aber wichtig ist, kurz anschleifen, dann hält dieser Kleber bombenfest. Und wir kleben seit Jahren riesige Mengen von diesem Kleber in der Transportkühlung, Kühlaufbauten, also Kühlschränke. Bei uns sind alle Kühlschränke, Gehäuse, die wir vorgängig formschäumend zusammenkleben, alle mit diesem Kleber geklebt. Ja, das ist Kleben mit der Mutter. Nehmt einfach so eine 4 mm Mutter, eine M4 Mutter, dazwischen drauflegen. Zuerst ankleben und dann nachher noch rundherum sauber zukitten. In 2 Arbeitsgängen. All diese Produkte, die ich euch jetzt gezeigt habe, diese Ecken, diese Verbinder, die weißen Ecken, die Aluminiumprofile und klar natürlich auch die Solarzellen, Solarregler, haben wir bei uns rumstehen und wir haben das jetzt in Lagershop gepackt und da könnt ihr vorbeigehen, das anschauen, wenn es passt, mitnehmen, Preis steht drauf und ich wünsche euch hier meine Empfehlung für ein Gartenhäuschen, was es braucht, dass ein Kühlbox läuft und ich wünsche euch einen schönen Tag.